So, willkommen zum neuen Part von letztes Mal Super Mario Land 2, 6 Golden Coins. Jawohl. So sieht's aus. Wir sind wieder am Start. So sieht's aus. Und ja, machen weiter jetzt mit der Castle, dem letzten Teil, der uns noch fehlt. Hi, 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 hi. Okay, also. Toll. So, jetzt kommt bestimmt gleich irgendeine voll krasse Zwischensequenz oder sowas. Oh, immer diese armen Gameboy-Spieler, die nicht die Möglichkeit hatten, ihr Spiel zu sichern. Ab hier wird's heftig. Zitat von Nintendo. David hat sich das Spiel komplett auf den Nintendo angeguckt. Nicht die wichtigsten Stellen. Ach du Scheiße, das ist ja richtig lustig. Du findest lustig? Wieso macht er nochmal ein Safe direkt am Castle? Sofort. Ach, du holst sie erstmal. Ich gönne mir. Ah, so ging das. Das war nicht wirklich, was ich wollte, Freunde. Ich wollte genau ein Item. Weil ich mir so denke, ohne Item schwierig. Du hast ja genügend Münzen für viele Items. Ja, ich frage mich nur, was man auf die 990 gekriegt hätte. So. Jetzt safe. Nein, falsch. Falsch. Safe Game. Safe Game. Mit Item. Und rein in die öde Stübe. Da ist uns bestimmt niemand feindlich gesinnt. Ich musste gerade niesen. Das war nicht Niesen. Was sonst? Husten. Nein, das war ein Nieser. Nein. Doch. Das bringt doch gleich in die Feuer. Das habe ich vor. Dein Huster war fürchterlich, aber du hast ihn als Nieser betitelt. Also, was ist denn das für ein. Ich bin jetzt enttäuscht von dir als Freund auch, ne? Und. Aha. Ale, ale, ale. Lol, su, sieht man mal. Okay, dieses Castle, das Ding hat sich gewaschen. Mehr möchte ich dazu nicht sagen. Außer vielleicht Aua, aber das Ding versteht was von Körperhygiene, das muss man sagen. Damit, das ist im Endeffekt nur noch ein Weg zu sagen, das Ding hat sich gewaschen. Es ist nicht ganz einfach. Alter. Warte mal. Hab ich? hör auf. Hab ich hier gerade ernsthaft nicht mal mein Item verloren gehabt gerade? So.
Entschuldigt, wenn mein Kommentar irgendwie manchmal ein bisschen seltsam klingt. Ich muss zwischendrin noch Beleidigungen an meinen Freund zeigen, der mich hier während der Aufnahme filmt. Oder Fotos schießt. Oder aufnimmt. Das ist nicht deutlich, wenn du eine Bild so. Oder er macht irgendwas Sinnvolles auf seinem Handy und guckt und zeigt nur in meine Richtung, damit ich mich aufrege. David, was zum Teufel tust du da? Was zum Teufel ich tue? Ja. Ist bekommen. Den Steifen, ja, ja, klar. Aber was tust du da? Ja, komm! Ich bin halt auch nicht Angela Merkel. Oh. It's great to see. Im Süßen, er hat ein bisschen zu viel gekifft und deswegen findet er jetzt Sachen lustig, die eigentlich gar nicht lustig sind. Nicht wahr, David? Das Antwort ist. Ja, komm. Ah, das regt mich auf. Ich sollte häufiger speichern. In diesem Castle werde ich so oft speichern müssen, weil dieses Castle hat sich echt hinter den Ohren gewaschen. Das versteht was von Hygiene. Ja, das ist das weiß einfach, wie es geht, das Teil. Kann man gar nicht anders sagen, quasi. Wenn ihr Hilfe bei eurer Körperhygiene braucht, fragt diese Stadt, diese Burg. Ey, das ist echt nicht. Moment, die Vollwarte macht mich gar nicht kurz, ganz. Ich kann mir hier das Wissen gewesen. Mit der Wiesen Zoologie hier noch nie. Wunderbär. Immer dieser Wunderbär. Alter, die fette Blume ist fett. Ja. Oh nein, in welchem Moment soll man da losspringen? Das frage ich mich jetzt ernsthaft. In welchem Moment? Welcher Moment ist das? Oh Gott, nein. Nein, ich hatte es geschafft. Ich war da oben. Guck, ich bin hier mit meinem Item. Dann bin ich hier mein Item los. Das kann man da, glaube ich, aber auch gar nicht behalten. Dann bin ich hier schon nur noch ein kleiner Mario. Dann bin ich hier voll krass. Und dann spring ich hier in die Lava. Okay, super. Und jetzt los. Und schwupp. Tatsächlich habe ich diesen Teil hier gerade ohne Schaden gemeistert, glaube ich. Ja. Hier oben mache ich schon mal wieder ein Safe-Game. Weil, Baum. Ja, weil ich pflanze ja damit auch Bäume quasi indirekt. Lacht ruhig, ich glaube ganz fest daran, dass ich damit auch Bäume pflanze. Irgendwie entstehen dadurch bestimmt auch Bäume. Ist euch mal aufgefallen, dass Leute, die irgendeine Scheiße begründen wollen, immer sagen, es ist einfach nur gut für die Umwelt? Sag mal, fällt dir nichts Besseres mehr ein?
Früher waren die Leute wenigstens kreativ so. Ja, wir machen das für, weil wir, wir machen Terroranschläge, weil wir haben was gegen die politische Kaste, bla bla bla. Wir sind Kommunisten hier am Arsch. Und oder so, irgendwie sowas, ja. Aber heute machen die Leute halt erstmal los und überlegen sich erst im Nachhinein, wie sie das begründen, und am Ende ist es dann immer die Umwelt. Zum Beispiel nicht mehr, wir machen Terroranschläge, weil uns die politische Richtung des Landes nicht gefällt, sondern wir machen Terroranschläge für die Umwelt. Und ich finde, das muss man sich mal geben. Ich mache auch immer Terroranschläge für die Umwelt. Ach ja. Aber gut. Ist aber auch ein guter Grund insofern, weil aus irgendeinem Grund immer irgendeine krasse Moralscheiße gewinnt. Nein. Ich weiß nicht, warum das... Die Welt ist aus irgendeinem Grund so. Ja, es gewinnt nicht der, der Recht hat, sondern der, der die bessere Moral hat. Das Problem ist, dadurch ist das Leben einfach nicht mehr so witzig. Warte mal, nein, loot, nein, safe. Game 3. Ich schaffe das. Okay. Immer diese Sprüche, ich schaffe das. Ach, hier sind zum ersten Mal diese beschissenen Propeller-Plattform zum Einsatz gekommen. So alt sind die Scheißteile. Wow. Nehme ich mit. Ja, das ist immer so. Immer. Warum tun sie mir das an? Das ist gemein und überhaupt. Und, außerdem mache ich das jetzt alles nur für die... Möchte ich sagen, dass ich das alles nur im Namen der Umwelt tue. Weil politischer Extremismus ist ja auch gut für die Umwelt. Weil ich meine, wer... Wie sollen denn die Eiche... Soll denn zum Beispiel der typisch deutsche Baum die Eiche überleben, wenn es keinen politischen Extremismus mehr gibt? Richtig. Einfach so. Aber aus irgendeinem Grund... benutzt man dann aus Umweltschutzgründen nur noch vegane Schnitzel. Wie krass muss man Pflanzen radioaktiv bestrahlen, damit sie als Schnitzel zu verkaufen sind? Ernsthaft. Ich meine,
Vegane Schnitzel. Vor allem, ich denke mal, die Kuh wäre schon ausgestorben. Wenn es ist, die Leute sich nicht, die nicht zum, einfach zur Nahrungsproduktion gebraucht hätten. Aber wenn ihr meint, Leute, macht's nur. Ich muss ja nicht mitmachen. Das ist aber meine Bedingung. Zwingt mich nicht mitzumachen. So. Ey. Jedes Mal der genau gleiche Fehler. Und kommst du voran? Nein, sehe ich so aus. Ja, ja, das tust du. Nein. Ich komme nicht voran. Habe einen Riesenhaufen Probleme an der Backe. Meine Reaktion ist einfach ein Stück zu langsam. Hashtag leck mich doch am Arsch. Wir sollten nochmal über das Geld reden, das du mir zahlst. Er zahlt mir kein Geld, das ist das Problem, was ich habe. Es gibt natürlich auch keinen Grund für ihn, mir Geld zu zahlen, aber ich fände es gar nicht schlecht, wenn er das tun würde. David, bezahlst du mich ab jetzt? Ah, er meinte irgendwas von Sklave. Und YouTube-Imperium. Nee, Entschuldigung, YouPorn-Imperium. Und dass das deswegen nicht ginge. Irgendwie so. Was weiß ich. Oh, wie soll man das schaffen? Man muss einfach nach Gefühl loslaufen, wenn die losrennen. Schwupps. Schwupps. Nein, ich stelle mich mal ganz an den Rand. Wenn das dann geht. Ja, aber ich habe vergessen, mich zu ducken. Beziehungsweise so. Das war zu schnell. Na, das ist echt saftig. Diese Passage ist Wahnsinn. Ah. Nur ein Pixel geht also nicht. Ja. Save Game 1 und Save Game 10. Was ist das? Das Ding macht Schaden. Wie zur Hölle kann ich das umgehen? Ich weiß es.
Oder? Ha. Ha. Hashtag Minecraft Druckplatte. Die sind ja wirklich gemein. Lass mich raten, ihr Dinger geht sehr schnell kaputt. Ich möchte aber nochmal anmerken, dass mich das nicht wirklich stört. Ich habe ganz andere Probleme. So. Zum Beispiel meine Selbstmordgedanken, die einfach nicht aufhören wollen. Oder der ständige Drogenkonsum, irgendwie sowas. Aber das stört mich halt deshalb auch nicht mehr so. Klar, ne? So. Safe. Hey, diese Burg ist schon irgendwie gelungen. Die wissen, was sie tun. Ja. Finde ich gut. Ich meine, die Story stelle ich zwar noch etwas in Frage, aber sonst. Schupi. Lass mich raten, die Dinger machen es wie... Ah, super. Oh nein. Genau. Mhm, perfekt. Die wollen, dass man das im letzten Moment macht. Während das Ding schon runter geht, soll man endlich endlich abspringen. Sonst... Ja, ja, ja. Wie gemein kann man eigentlich sein? Weil die gehen alle runter. Und dann geht es der letzte einfach rauf. Und dann springe ich einfach runter. Aber das ist eine andere Geschichte. Mein einer Finger tut ziemlich weh. Das ist der rechte Ringfinger. Ich spiele das auf dem eben nicht auf dem Game Boy, sondern auf dem Emulator. Und wo läuft man bitte nach? Und das bedeutet, mit dem Ringfinger laufe ich nach rechts. Was bitte macht man in Mario mehr als nach rechts laufen? Richtig, hüpfen. Aber das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist, aua. Genau, das ist eigentlich der Punkt. Save Game. Und Save Game. Aus irgendeinem Grund bin ich ab hier zu blöd. Ja. Ich habe irgendwie so ein bisschen das Gefühl, als würden sie die Sprungmechanik ändern. Immer so ein bisschen, damit der Spieler so das Gefühl hat, Kacke. Ich kann es immer noch nicht richtig. Aber in Wirklichkeit ist der Spieler schon voll der Pro. Nur verarscht ihn halt das Spiel, indem es die Sprungmechanik immer so ein bisschen ändert. Das... Keine Ahnung. In der Welt der Spiele ist alles erlaubt. Gerade wenn es um Möglichkeiten geht, den Kunden zu verarschen. Okay, da ist sowieso angeblich aus irgendwelchen Gründen immer alles zugelassen. Ich nenne mir irgendeinen größeren Konzern, der seine Kunden nicht verarscht. Ja, okay, vielleicht noch Kraus macht bei Wegmann oder irgendwie sowas, aber sonst... Wen gibt es da schon noch? Weil Kraus Maffa, ey Wegmann, baut Panzer.
wenn du jemanden, der weiß, wie man einen Panzer baut, oder jemanden, der Panzer bei dir gekauft hat, schon bescheißen willst, dann hast du ein Problem. So. Einfach wieder zurück. Nein, es geht nicht. Okay. Läuft. Save Game. Save Game. Genau. Bist du ein Boss oder... Nein, du bist ein regulärer Gegner. Du bist lustig. Du bist vor allem auch nicht zu besiegen, offensichtlich. Nee, du bist ein Mini-Boss. Oder du bist tatsächlich der Boss, aber das kann ich mir nicht vorstellen. Genau, du hast 2 Leben. Dann werde ich dich nochmal wiederholen, damit ich nicht mein Item verliere. Du hast nämlich so eine extrem simple KI, dass es unfassbar ist. Wie ist hier? Bist du weitergekommen? Gar nicht wahr. Achtung, du loadest. Ja, ich werde mein Schicksal als Volldepp akzeptieren. Ich habe mir geschworen, immer mit mir selbst im Reinen zu bleiben. So, jetzt safe. Bingo, der war easy, der Boss. Das war kein Boss, das war ein Mini-Boss. Uh-oh. Ah, dann musst du beides da mal hitten. Ja. Ich habe aber den Anspruch an mich selber, keine Leben zu verlieren, weil ich sonst... Junge, das hast du doch nie. Achtung, du bist gerade bei safe. Jetzt. Danke für deinen für den Zuspruch des Mutes, aber das Problem ist, wenn ich das nicht schaffe, dann verkacke ich den Endboss richtig hart. You know this already. Ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass die den so einfach gemacht haben. Bist du jetzt zu meinem Endboss oder wie dann? Nein. Es könnte sein, dass das die Pre-Endbosse sind, keine Ahnung. Ja, Save Game 2 und Save Game 3. Einfach nur, weil es sein könnte, dass ich die Items brauche. Mal gucken. Da jetzt kommt der nächste Huso. Da kommen die nächsten 2 Husos und ich habe nur ein Leben. Du hast 16 Leben. Darum, nein, ich meine nicht die Leben. Ich meine die anderen Leben. Okay. Ich weiß, was du meinst. Nur ein einziger läppischer Hit, bis ich tot bin halt. Du bist halt klein. Ja, eben. Das ist halt problematisch. Und deswegen denke ich, dass ich einfach dich den nachladen sollte, bevor, weil ich dann lieber bei denen bei denen zumindest nur ein Leben verliere oder so, als dass ich Load Game. Ja, das ist quasi dieselbe Challenge, aber die eine bringt mir halt mehr. Backe, nein. Ich wusste nicht, dass der da hinkommt. Backe. Altes chinesisches... Es wäre extrem lustig, wenn das ein altes chinesisches Sprichwort wäre, aber es ist es leider nicht. Leider hatten die alten Chinesen nicht wirklich Sinn für Humor. Oh, Bange. Load Game, weil jetzt ist natürlich wieder das Spiel gecrashed. So, ich hab's geschafft. Ich schließe das Fenster. Ja? So richtig. Das machst du auch nur du. Oh, das ist echt. Ja, dann kann ich gleich. Ja, es ist halt so Challenge. Dingenses. Okay, es ist jetzt nicht wirklich eine Challenge. Ich muss es einfach schaffen. Um nicht komplett am Arsch zu sein. So. Oh, jetzt beißern. Das haben wir 2 mit einer Klatze weggeholt. Ja. Save Game. Und Save Game. 2 mit einer Klatsche.
Du gehörst in die Klapse. Glitzi-Glatzi-Glutzi-Glatze. Ja gut, das lief jetzt nicht so glänzend, aber... An dem selben Platz her, ja. Schlussendlich muss ich nur genau das gleiche machen wie gerade eben, nur dass die hier halt anders hüpfen. Ah, die hüpfen tatsächlich nur anders rum, nicht anders. Komm, du tust es auch noch einmal hier drauf und dann ist der auch weg. Ich mach's nochmal. Ja, ich will mir die Leben für den Endboss erhalten. Ich weiß nicht, Items sind hier nicht häufig. Es hat für mich einen gewissen. Die haben für mich einen gewissen Wert. So. So. Ja, gut. Dann mache ich es halt groß. Ihr kleinen Pisser. Habe ich dich überhaupt schon angehittet? Ja, gut. Ich hau's trotzdem erst nochmal auf 2 und 3. Das kann ja nicht schaden. Es kommt kein Item. So, aber mit dem Endboss geht's erst im nächsten Part weiter, liebe Damen und Herren. Genau. So, bist du denn zuversichtlich? Ja, den schaffe ich im nächsten Part, auf jeden Fall. Also du bist der Meinung, dass du den schaffst im nächsten Part? Ja, klar. Ja, dann gehen wir so. Und dann, glaube ich, kommt dir noch eine Welt und dann haben wir das Spiel eh durch. Also... Ein Part. Ja. Also ein Part dauert es noch, dann haben wir das endlich. Ich meine, ist ja auch so ein hier Bett der Nacht, aber das schaffen wir es auch noch. So, das war's mit dem Part, liebe Leute. Herzlichen Dank an alle fürs Zuschauen. Falls überhaupt noch Leute so dumm sind und jetzt noch Zuschauen bei, keine Ahnung, wie viel ein Part? 20? Keine Ahnung. Ich weiß es nein, nicht. So viele nicht, aber. Locker so ein paar 10 oder so. Keine Ahnung. Also macht's gut, liebe Leute. Bis zum nächsten Mal und ciao. Ciao.